Wir zocken kein Fortnite. Nein. Happy Birthday! Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Gar nicht. Okay, hier kann man irgendwie gar nichts machen. Ah, hier. There's some kind of notch here. Also es gibt hier Ausbuchtungen. Wir brauchen zwei runde Ausbuchtungsdinger. Meine Frage ist immer noch, wo ist denn die Tür aufgegangen? Die Tür ist nicht aufgegangen. Und hier ist auch keine Tür, aber die war offen. Und die war offen. Und da kann ich immer noch nicht interagieren mit dem Foto. Wie schön du dich ausgedrückt hast. Ah, okay, das war hier. Ich bin hier ein bisschen verwirrt immer beim Rausgehen von den Türen. Und der goldene Zuckerwürfel. Irgendeine Tür ist aufgegangen. Wo ist denn jetzt hier eine Tür aufgegangen? Ich muss mal schnell Tee einschenken. Da waren wir schon. Ist hier eine Tür aufgegangen irgendwo? Nee, nee. Die ist versperrt. Hier kann nichts aufgegangen sein, oder? Nee. Okay, ich bin hier. Also eure Themen hier. Wo ist denn jetzt da die Türe aufgegangen? Ich muss jetzt hier mal gucken. Was war denn für eine Türe zu? Ich dachte, eigentlich ist so eine Käfigtüre aufgegangen. Aber irgendwie ja nicht, ne? Ja, ich merke schon. Da ist es nicht. Ich muss jetzt noch mal alle Räume durchgehen und gucken, wo eine Türe aufgegangen ist. Weil ich habe schon wieder hier, weiß ich nicht. Hier, glaube ich, ging es nicht weiter. Genau. Ist hier vielleicht was aufgegangen? Nein. Nee, das war das mit dem Ruf mich an, dann geht die Türe auf. Genau. Hier ist nichts. Okay, also 300. 201, nein. Nein. Auch nicht.
If I drop the box from this height, it will break. Wo waren die Box? Aha. Aber da stand doch, wir brauchen ein... Hier war sie nicht. Geil. Wo waren diese Box da, wo dort stand? Wir müssen sie irgendwie aufmachen. Okay, ich muss nach 300. Also dritter Stock. Da muss ich das runterwerfen. Dann muss ich den zweiten. Dann muss ich das holen, oder? Alter, was stimmt denn mit euch nicht? Ja, das ist auch viel Laufen, aber okay. Jetzt ist sie aufgegangen. Jetzt laufen wir wieder runter. Ach so. Okay, gut, Cyber dann. Ein kleiner Schlüssel. Okay, und wo war jetzt die andere Box? Hier nicht. Gut, dann suchen wir jetzt die andere Box. Oh, ich habe eine Orientierung, ey. Hier war sie nicht. Da muss ich nicht lang. The lock is broken. Gut, okay, ja. The lock is broken. Okay, ja. Da war sie auch nicht. Also. Meine, wir sind so viele. Da ist sie auch nicht. Dann muss ich in den dritten Stock wieder hoch. Die ist zugesperrt. Gut. Da ist die Box. Eine silberne Platte habe ich jetzt. Ja, und wo war jetzt nochmal der Raum mit der Platte, wo ich die Platte einsetzen kann? Habe ich auch vergessen. Ja. Ah, hier, ne? Aber ich habe immer noch nicht den Raum gefunden, wo die Türe aufgegangen ist. Wo wir das Rätsel gemacht haben und dann ist die Türe irgendwo aufgegangen. Hier war es auch nicht, da war ich schon im roten Raum. Can't be open. Okay, okay. Richtig. Richtig, Cyber. Hier war es auch nicht. Alter, ich flippe jetzt dann aus. Dieses Rumgerenner und ich kann mir eh nie was merken. Wo war jetzt das Happy Birthday Zimmer? Ich hab, war doch gerade im Happy Birthday Zimmer. Was ist denn jetzt hier? 300. Ich schreibe das jetzt auf. Happy Birthday ist 303. Happy Birthday. Bei mir sind die Schrauben nicht locker, sondern so fest, dass sie abgerissen sind. Die hat eh das Monopol auf die Verrückten. Ja, richtig. Richtig.
Okay, ich habe jetzt hier eine Platte eingesetzt. Gut. Und nun? Call of Duty auf Schwierigkeit schwer. Ich weiß Bescheid. Wo könnte denn die Türe aufgegangen sein? Ah, hier ist aufgegangen, oder? Ah, das war keine Tür. Hä? Wie das verbunden ist. Ja. Auf zu heulen hier. So, jetzt renne ich wieder in den dritten Stock. Hallo, Snow. Snow, wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Snow, ignoriere bitte den Chat. Die sind heute hier schon wieder total durch. Looks like a key to a room. Wow, es schaut aus wie ein Schlüssel zu einem Raum. Ja, gibt ja nicht irgendwie hier 12 Räume oder so. Ja, ja, ihr seid ja lieb. Aber ihr seid wieder kaputt. Verleumdung. Niemals. Der Schlüssel hat gepasst. Was ist hier passiert? Entschuldigung. Alles gut? Ein Zettel zum Lesen. Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. Die Sonne scheint nicht an diesem Ort. Dieser Raum ist verflucht. Er ist verschwunden. Ich bin in diesem... in diesem kleinen Gang. Ich habe versucht, in Andys Raum ein kleines Loch zu machen. Ich bin zu schwach und ich habe keine Energie. Wenn ich hier noch länger bleibe, werde ich auch verschwinden. Okay, Baby, bis dann. Ich glaube, das hat ein kleines Kind geschrieben. Kann es sein? Weil das sind so viele Fehler. I don't know how long I've been here. The sun doesn't shine. Also wir müssen zu Andys Room und da hat der versucht ein... Ha, da habe ich was mit gemeinsam... Nur, dass es bei mir gesundheitlich ist. Muss morgen Mittag nochmal zum Arzt. Oh je, wieso denn? Geht's dir nicht gut? Mir geht's gut, dankeschön. Also wir haben... Er hat... Hoppala. Irgendwo... versucht, ein Loch reinzumachen. Ah, hier. Boah. Mein Herz. Okay, jetzt sind wir in Andys Room. Dir auch, Baby. Bis dann. Der hat aber viele Büchers.
Ja, die dürfen sich alle daneben benehmen. Machen sie doch eh meistens. Wir haben den verschwundenen Hausmeisterschlüssel gefunden. Ah, hier ist wieder... White Claudia, das haben wir im Krankenhaus schon gelesen. Es ist diese komische Droge. Native Plant found on the shores of Taluka Lake. Also er wurde gefunden, die Pflanze wurde gefunden bei Taluka Lake in Silent Hill. Sie blüht in der Mitte vom Juni. Sie sind bekannt für ihre weißen Blüten, wo sie auch ihren Namen herhaben. Es wurde herausgefunden, dass die Samen der Pflanze ein natürliches Halluzinogen ausstrahlen. That causes ein sehr starkes Halluzinogen. Seeds of unknown. Die Halluzinogene wurden von den Ureinwohnern Amerikas für Zeremonien verwendet. Ich bin eine wunderschöne Frau, die Waldemar heißt. Die Samen wurden zu einer weißen Paste zerstoßen namens White Chrism. Die Menschen, die das benutzen, die Blumen benutzen, haben halt gedacht, dass sie damit mit den Göttern kommunizieren können. Dass sie mit dem reden können oder halt mit ihnen verbunden sind, mit ihren Seelen. Das Halluzinogen selber wurde nur von Schamanen benutzt. But many people who did not use the drug asserted that the gods... Same. The reasons for the mess. Okay, es ist auch nicht bekannt, warum es zu so starken Halluzinationen führt. Wir haben den Landlord Key jetzt. Das heißt, es ist ja der Hausmeisterschlüssel, oder? Wo ist unser Durchbruch? Unser Durchbruch war weg. Ja, ich glaube auch, dass ich irgendwas von der Pflanze erwischt habe. Ich müsste jetzt hier rauskommen, oder? Krasses Teil. Krasses Spiel. Auch wenn es nur Rätseln und Rumlaufen ist. Aber finde ich gut. Warte mal, ich schau mal, wo es noch in welche Richtung noch geht. Servus! Boah. Servus, frische Luft, sage ich da. Richtig. Also frische Luft sieht eher aus, als wäre hier mega viel Smog, aber... besser wie in den Gammelwohnungen. Ich glaube, da können wir rein. Neblig. Ja, ich glaube es auch, hä? Ich habe den Schlüssel hinter der Theke gefunden.
habe ich denn da? Das tut weh. Aua. Boah, hier geht's so weit. Warte, ich will erst da immerhin. Ich gehe jetzt nochmal Obama. Alles klar, Hans. Viel Spaß beim Raid. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist schon mal gut. Nein. In echt ist da kein Pfleger, das kann ich dir sagen. Gott sei Dank. Die armen Menschen. Mir fehlt etwas, um mich zu erschrecken. Ich habe ja eigentlich Bohr und Wo, aber ich habe es ausgemacht, weil manchmal empfinde ich das für ziemlich störend. Deswegen habe ich das jetzt erstmal ausgemacht. Weil sonst wird es Dauer gespammt, weißt du? Okay, hier geht es nicht weiter. Hier auch nicht. Also müssen wir da lang. Ja, du bist ja auch normal, aber der Hans ist so... Normal ist was anderes, ne? Oha, wie aggressiv er das Schloss weggeschmissen hat. Ich muss es mal wieder anmachen. Ich habe es aber halt auch vergessen, einfach, wenn ich ehrlich bin. Hier kann man nicht rein. Ein öffentlicher Parkplatz. Da kann man auch nicht rein. Nee, eigentlich nicht, Snow, weil das Spiel ist eigentlich nur Rätseln. Rumlaufen und Rätseln, weil das ist ja nur so eine Mod von Half-Life 2 über Silent Hill halt. So ein Fangame im Prinzip.